Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Power-Up-Box von AC/DC. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Power-Up von AC/DC, das Ganze am 13. November erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das 17. Album der Band. Wir haben hier eine quadratische Box und auf der Folie haben wir einen Sticker. Und zwar lesen wir hier PWR Up, also Power-Up, the new album featuring Shot in the Dark. Also das ist ein Lied auf dem Album. Da schauen wir mal rein. Als erstes entfernen wir wie immer die Folie. Und dann schauen wir uns das mal an. So. Die ganze Box kommt hier in so einer schweren Optik, in so einer metallenen Optik. Hier in der Mitte haben wir einmal das weltbekannte Logo, den Schriftzug hier AC/DC. Ansonsten hier auf den Seiten in so einer Radio- bzw. in so einer Verstärkeroptik. Und hier haben wir auch tatsächlich Auslassungen, also hier so kleine Löcher für Sound. Dazu kommen wir dann noch. Dann lesen wir hier auch Power Up. Und hier unten auch nochmal. Und hier sieht das aus, natürlich hier so die Batterie oder der Antrieb dieses Geräts. Hier steht es auch Motor. Okay, also als wäre hier verbaut. Auf der Rückseite die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 12 Tracks an der Zahl. Wie angekündigt auch der Track Shot in the Dark. Und dann haben wir hier noch so diverse Anzeigen und hier einen heftigen Ausschlag. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Wo geht das Ganze auf? Gute Frage. Okay. Also hier haben wir einmal so eine kleine Lasche zum Aufklappen und hier kommt uns einmal das Album entgegen und auf der anderen Seite ein Kabel. Mehr kann ich jetzt hier ehrlich gesagt nicht erkennen. Und auf der anderen Seite ist das Ganze irgendwie merkwürdig, denn wir haben hier, ist die Frage, wie das hier festgemacht ist. Okay, das war irgendwie auch so angeklebt, dieses Teil hier. Und hier haben wir dann scheinbar einen Knopf und ein Kabel. Mit dem Kabel, gehe ich davon aus, kann man das ganze Teil hier aufladen, also die Box an sich. Und mit dem Knopf hier sollten wir eventuell was sehen und hören können. Moment. Okay, also es ist tatsächlich hier eine verbaute Box und auch ein verbautes Licht. Bedeutet, das Ganze ist hier wirklich nicht weiter zum Öffnen, sondern die einzigen Inhalte, die befinden sich hier rechts, die haben wir schon entnommen. Einmal das Ladekabel und einmal das Album an sich. Und ansonsten ist hier dann tatsächlich links der Stecker, um das Ganze aufzuladen, verbaut. Und hier der Power-Knopf, mit dem man das Ganze ein- und ausschalten kann. Also wir haben hier einerseits hier diese Neonlichter, die den Schriftzug hier beleuchten. Und wir haben auch den Sound, der dann nach ein paar Sekunden einsetzt. Das ist so der Anfang des Lieds Shot in the Dark. Ja, das Ganze hier ist hier mit Hilfe dieses kleinen Klebepfropfens hier so dran zu machen. Also man kann das auch hier wieder natürlich dran kleben, wenn man möchte. Dann sieht das wieder so aus und dann verbirgt man hier dann den Einschaltknopf. Das Kabel ist natürlich auch mit dabei, hier USB-Kabel und dann kann man hier das Ganze hier entsprechend aufladen, wenn mal der Akku leer sein sollte. Also man braucht hier keine Batterien und dann haben wir natürlich auch noch das Album an sich. Das sieht so aus, Power Up. Also wir haben hier wieder diesen Neon-Schriftzug von AC/DC.
Sieht so aus wie ein Aufbau auf der Bühne. Dann auf der Seite ebenfalls. Und auf der Rückseite nochmals die Tracklist. 12 Stück an der Zahl. Oben rechts der Barcode. Und hier unten dann noch die beteiligten Labels und so weiter. So, wenn wir mal ins Innenleben schauen. Was haben wir hier? Hier haben wir eine Gebrauchsanweisung. Und zwar, hier wird uns nochmal erklärt, wie wir das Ding hier aufladen. Wunderbar. In allen möglichen Sprachen hier erklärt. So sieht das Ganze von innen aus. Wir haben hier die Band. Alle Mitglieder der Band hier mehrfach abgebildet. Also jeder der Herrschaften dreimal, wenn ich es hier richtig sehe. Auf der linken Seite haben wir hier in der Stecktasche das Booklet, wenn man es rausbekommt. Das hat sich da irgendwie etwas verhangen bei mir. Eieiei. Okay. Moment. So, aber jetzt, jawohl. Das ist das Booklet. Kommt hier in so einem Design wie so ein Stage-Koffer. So eine Stage-Box. So, hier alles voller Kabeln und auch hier wieder der Neon-Schriftzug. Dann haben wir hier die Tracklist nochmal und die einzelnen Bandmitglieder abgebildet. Fotos von der Bühnenshow. So sieht das aus. Die alten Herren in Action. Jawohl. Gut, also ihr seht selbst jede Menge Bilder. Dafür keine Lyrics oder irgendwas hier dabei. Und dann haben wir hier noch die Credits zum Album. Alle, die hier mitgewirkt haben, aufgelistet. Zum Abschluss noch ein Foto der Band. Gut, also das ist das Booklet. Und auf der rechten Seite haben wir dann wahrscheinlich, ja, hier innen, die Album-CD. Die kommt hier. Wieder der rote Blitz hier in dieser Neon-Optik. Und den packen wir hier wieder mit rein. Also das Album hier mit 12 Tracks. Dann das Booklet. Sofern es hier wieder reingeht. Nein, ich glaube, so war es eh richtig. So, und dann eben noch hier diese Gebrauchsanweisung zu dieser Box an sich. Gut, das war's auch schon. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Album Power Up mit 12 Tracks im Digipack. Dann hier das Ladekabel für die Box und natürlich die Box an sich, die hierzu gleich auch als Soundbox bzw. Lichtshow fungiert. Das alles in dieser wunderbaren Box Power Up von AC/DC. Jawohl, mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr AC/DC unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.